Heiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Ich werde mich im Handumdrehen zum Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Ja, wir sind im Belagerungslager des Kreuzzuges. Und wir kommen auf jeden Fall nicht über die Brücke, hä? Halt! Komm nur vorwärts! Halt nicht weiter, ich will die Brücke überqueren. Kayla hat verfügt, dass jemand vorbeikommen soll. Das kommt mir ein bisschen extrem vor. Ich habe hier einen Sack voll Gold, der etwas anderes besagt. Kayla bekommt nicht immer, was sie will. Das kommt mir extrem vor. Hinfort, wie ihr wünscht. Ich gehe ja schon. Entspannt euch, ich komme wieder. Seid gesegnet im Licht, mein Bruder. Also ja, hattet ihr noch was zu sagen? Ihr schon wieder, was wollt ihr denn jetzt? Sprecht schnell, ich habe keine Zeit für euch gleichen. Ich wüsste gerne, ob ihr magische Gegenstände im Angebot habt. Sieht wie ein Händler aus, ich bin Forsch- und Zauberkundiger, kein Händler. Entschuldigt bitte, ich möchte euch was fragen. Warum stört ihr meine Meditation? Wer seid ihr? Ihr habt die Ehre, mit Wichard, dem Roten Magier, und von Tay, loyaler Diener der strahlenden Dame Kayla Argent, zu sprechen. Ihr seid ein Zauberer, habt ihr irgendwelche magischen Gegenstände zu verkaufen? Sehe ich wie ein Händler aus, ich verstehe. Dann tschüss. Hat er noch was zu sagen? Hey, ihr seid es. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich darf einen Monat lang nicht patrouillieren, also hat alles bestens funktioniert. Daggermunch. Hatten wir schon geredet? Kreuzritter, Kreuzritter. Söldner und Kreuzritter. Jetzt fehlt noch Hormon hier oben. Und Olenairos. Möge Kaylas Licht immer auf euch scheinen. Das hättest du auch nicht langsamer sagen können, oder? Ah, der Bargess ist auch noch hier. Was denn? This wizard knows who you are. I overheard her talking about you. Quick, make an excuse and let's go. Benoit, diese Zauberin weiß, wer ihr seid. Ich habe gehört, wie sie über euch gesprochen hat. Schnell erfinde deine Ausrede und lass uns gehen. Also, mein Fehler. Ich dachte, ihr wärt jemand anderes. Ich habe gehört, ihr habt nach mir gesucht, Zauberin. Hier bin ich. Wenn ihr einen Kampf wollt, könnt ihr ihn gerne haben. Mein Fehler. Dann geh endlich. Okay, ich will jetzt nicht mitten im Lager stehen und von allen Seiten umzingelt werden. Dann ist er doch der Bargäst. Bevor ich mit dem spreche, mache ich einen Quicksave. Ihr braucht nur zu fragen. Not question my orders. Ihr da, was macht ihr? Nichts. Ich habe die Aufgabe, einem unserer Männer am Tor eine Nachricht zu überbringen, Sir. Ich suche nach einem Mann namens Munch. Er ist ein Assistent von General Cordel. Das geht euch nichts an. Nehmen wir die drei. Du dann an die Arbeit. Okay. Ich sagte doch, macht euch auf den Weg. Das habt ihr mir gesagt und ich habe es getan. Und nun habt ihr nichts mehr zu tun? Hier in einem Belagerungslager vor einer feindlichen Burg? Das glaube ich nicht. Und der Legende arbeiten für die Feinde. Ihr seht aus wie ein erfahrener Kämpfer. Assistentleutnant Kam bei der Ausbildung ein helft Ka Ihr seht aus wie ein erfahrener Krieger. Assistiert Leutnant Kahn. Kam bei der Ausbildung der weniger glücklich. Es wäre schön, wenn sie die kommende Prüfung lebend überstehen würden. Die Umbau von Brückenfort wird keine allzu große Prüfung werden, oder? Ich spreche von dem, was danach kommt, wenn wir unser ruhmreiches Ziel erreichen. Natürlich, mein Lord. Brückenfort ist nur ein kleiner Stein auf dem Pfad zu unserem großen Ziel. Gut gesagt, dann macht euch auf den Weg. Ja? Wie ihr wünscht. So. What is it? Worum geht es nicht, Sir? Okay, wegtreten. Gut, das heißt, wir nehmen den Teleporterkreis jetzt.
und teleportiert uns direkt in die Burg. Es scheint, dass die Verteidiger die Brücke um Passierer gemacht haben, so kommen wir nicht in die Burg. Der Temporalkreis reagiert auf einen Schlüsselstein und leuchtet voll Arcana-Energie. Adiran, Khalid, wir haben Gesellschaft. What is this? What's going on? Wait, is that you? Was ist das? Was geht hier vor? Warte, Bredo, ihr seid ihr das? My friend, it is good to see you. What are you doing here? Mein Freund, es ist schön, euch zu sehen. Was macht ihr hier? Eine Kompanie der flammenden Faust und ich sind gekommen, Brückenfort zu befreien und dann zur Burg Drachenspeer weiter zu marschieren. Ich bringe Kunde von eurer Ehefrau. Sie ist im Lager der flammenden Faust nicht weit vor dir. Ich unternehme den ersten Schritt auf meinem Weg, Kela und ihren Kreuzzug zu vernichten. Was macht ihr hier? Jahira and I came north to find a peaceful place to spend time together. When the Crusaders hit Bridgefort, we were separated. Since I have the most experience, I took command here. Jahira und ich sind nordwärts gereist, um einen friedlichen Ort zu finden, an dem wir gemeinsam Zeit verbringen können. Als die Kreuzritter Brückenfort angriffen, wurden wir getrennt. Da ich die meiste Erfahrung hatte, habe ich hier das Kommando übernommen. Khalid, ich weiß, dass ihr und Jahira Hafner seid. Erwartet ihr wirklich dass von mir, dass ich euch glaube, dass ihr rein zufällig hier seid? I don't know what you mean. We were just looking for a picnic spot. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Wir haben nur ein Plätzchen für ein Picknick gesucht. Blast. I can't lie to you. The Harpers had word that the Crusade might be heading this way. They sent us here to intercept the Crusade and delay them until the Flaming Fist arrived. Verdammt, ich kann euch nicht anlügen. Die Hafner haben mitbekommen, dass der Kreuzzug hier entlang kommen könnte. Sie haben uns hergeschickt, um den Kreuzzug abzufangen und aufzuhalten, bis die flammende Faust eintrifft. Indeed. I found myself at the helm of a fast sinking ship, if you know what I mean. We were instantly besieged and trapped inside. The Crusaders seek the supplies we hold here. In der Tat, ich habe mich am Steuer eines schnell sinkenden Schiffs wiedergefunden, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir wurden augenblicklich belagert und saßen dann drinnen fest. Die Kreuzritter haben es auf die Vorräte abgesehen, die wir hier haben. Our situation is this. At the front doors, we have scores of Crusaders who have barricaded the bridge. They call their leader the Barguest. Unsere Situation ist die folgende. Vor der Eingangstür stehen Scharen von Kreuzrittern, die die Brücke blockiert haben. Sie nennen ihren Anführer den Barguest. I've heard of him. A veteran of the Dragonspear Wars and a dangerous warrior. Ich habe von ihm gehört, ein Veteran der Drachenspeerkriege und ein gefährlicher Krieger. With the Flaming Fist Company you've brought, we might stand a chance in a direct fight. Mit der Kompanie der flammenden Faust, die ihr mitgebracht habt, können wir möglicherweise einen direkten Kampf gewinnen. Also gut, ich werde die Faust von Osten aus herführen. Eure Streitkräfte werden von Norden aus angreifen. Wir werden das Lager zwischen uns zerquetschen und dann über die Eberfellbrücke vorrücken. I value your opinion. Take a look around the fort and see what we have to deal with. Then tell me which course of action you recommend. Ich weiß auch immer zu schätzen, wenn ihr schaut euch die Burg an und seht, womit wir es hier zu tun haben. Dann sagt mir, welche Vorgehensweise ihr empfehlt. Start with the wizard Wynan Hess. You should find him in the rear of the fort. He knows the state of our defenses. Also, talk to Jeg Hillcarver, our smith. She can tell you about our supplies. Begebt mit dem Zauberer Vian Hess. Ihr solltet ihn im hinteren Teil der Burg finden. Er kennt den genauen Status unserer Verteidigung. Sprecht ebenfalls mit Jeg Hügelschneider, unserem Schmiede. Sie kann euch etwas über unsere Vorräte erzählen. Wenn ihr ohne mich keine Entscheidung treffen könnt, werde ich wohl herausfinden müssen, wie wir am besten aus diesem Chaos klarkommen. Ja, ich werde Hess und Hügelschneider unverzüglich aufsuchen. Ich danke euch, Bredo. Das Schicksal war uns wohlgesonnen, euch hierher zu schicken. Yes, I heard you. Now shut up, please. Und da ist Lehrer. Shut up. Da geht irgendwas Interessantes vor. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? Dieser zertrocknete Heuhaufen wurde vermutlich den Gefangenen
in der Zelle gelegt, um darauf zu schlafen, obwohl der Raum stark nach Feuer riecht. Was? Oh, ich meine, hallo, hi, hallo. Warte mal, ich kenne diese Stimme. Nein, nicht eure, die neue, eure. Natürlich kennt ihr mich. Bueno, ihr habt mir bei der Eisenkrise geholfen. Erinnert ihr euch nicht an mich? Bueno, ich helfe euch, diesen Hazardeur zu finden, den ihr gesucht habt. Kenne ich euch? Ihr könntet sie kennenlernen, wenn ihr wollt. Ich bin Bueno hier und ihr seid, ich glaube nicht, und ihr werdet es jetzt auch nicht mehr. Unweit von hier gibt es ein Lager der flammenden Faust. Ich finde euch dort, falls ich euch brauche. Nehmen wir die zwei. Adoy, don't say his name. I realize you didn't say his name. I said it. I wish I hadn't said it. And you definitely shouldn't say it. Adoy, sagt nicht seinen Namen. Ich weiß, ihr habt seinen Namen nicht gesagt. Ich sagte ihn. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Und ihr solltet es ganz bestimmt nicht tun. Be quiet! I'm trying to talk to my friend here. Where was I? Oh, right. Adoy. He's been haunting me. Can you be haunted by someone who isn't dead? Still, ich versuche mit meinem Freund zu sprechen. Wo ich war? Oh, richtig. Adoy, er sucht mich heim. Kann man von jemandem heimgesucht werden, der nicht tot ist? Yes, we're talking about you and you aren't making it easy. So just be quiet. Be quiet. You can't hear him, can you? Ja, wir sprachen über euch und ihr macht es einem nicht einfacher, also seid still. Seid still, ihr hört nicht, oder? Ihr hört ihn nicht, oder, Brenuir? Nein. I'm trying to get the ingredients for a... Hey, I'm trying to talk here. For a potion that'll shut him the hells up. Ich versuche die Zutaten für einen... Hey, ich versuche zu sprechen für einen Trank, der ihn verdammt nochmal zum Schweigen bringt. Und was braucht ihr? Let's see. Dead water from beneath Borskir Bridge. Got that already. The leg of a seven-legged spider. Das Bein einer Also schauen wir mal. Totes Wasser von unterhalb der Elfen-Eberfellbrücke. Das habe ich bereits. Das Bein einer siebenbeinigen Spinne. Ich habe ein Bein von solch einer Spinne. Ich weiß nicht genau, warum ich... Aber ich habe es. Nehmt es bitte, ihr würdet mir einen Gefallen erweisen. Honestly, that is so, so great. Ehrlich, das ist so großartig. I also need a feather from a planetar's wing, some belladonna, a potion of perception and the juice of one turnip. Ich brauche auch eine Feder vom Flügel eines Planetars, Tollkirschen, einen Wahrnehmungstrank und den Saft einer Rübe. Okay. Ich bin nicht vor allzu langer Zeit auf einen Namen Wahrnehmungstrank gestoßen. And you're just going to hand it over to the elf, aren't you? You make me sad. Und ihr übergibt es dem Elfen einfach so, oder? Ihr macht mich traurig, Brenuir. Oh, ist erfahren. I'm a half-elf lady, and I've got more than enough grating voices in my head right now, so I'll thank you for not adding yours to the din. Ich bin Halbelf, meine Damen, und in meinem Kopf tummeln sich schon mehr als genug nervende Stimmen. Weshalb ich euch dafür danken. Danke, dem Lärm nicht noch hinzuzufügen. You'll give me the potion? Ihr gebt mir den Trank, Brenuir. Natürlich. I hope this isn't too forward, but I think I may be in love with you. Ich hoffe, ich bin nicht zu direkt, aber ich glaube, ich liebe euch. Das hat sie schon im Hauptspiel angedeutet. Neuer Tagebucheintrag, Ruf des Hazardeurs, Wahrnehmungstrank. Ja, bleibt bei mir und wir finden die restlichen Zutaten. Versprochen. Really? All right, I'm with you. Wirklich? Na gut, ich bleibe bei euch. Entfernen wir sie erst einmal. You don't want me around anymore? Ihr wollt mich nicht mehr bei euch haben, Brenuir. Ist es nichts Persönliches, Nera? Ich tue nur, was für alle das Beste ist. If you say so. Wenn ihr meint, geht ins Lager. Ihr solltet dort sicher sein. You say. Wie ihr meint. Worum geht es diesmal? Ihr solltet nach weiteren Zutaten für Neras Trank suchen. Jetzt erst einmal in der Gegend rumlatscht. Wie ihr wünscht. Ach so, das ist wieder ein Hess, der die ganze Zeit zaubert. Nera wird mich von nun an auf meinen Reisen begleiten. Ich habe die Hazardeurin Nera in einer Zellbrückenfort gefunden. Ihre Kräfte könnten sich zu einer hilfreichen Verbündeten zu einer gefährlichen Würde machen. Trotzdem habe ich sie gebeten, sich mir anzuschließen. Hoffentlich werde ich diese Entscheidung nicht noch bereuen. Mhm. Das ist nur ein Kriegshammer. Reden wir mal mit den anderen Leuten hier. What do you want? Jack, was wollt ihr? Khalid schickt mich, um mit euch über die Vorräte der Burg zu sprechen.
Mal sehen, wie brennen wir und ihr seid. Falls ihr könnt, macht mir doch etwas Nützliches aus einem Nashornkieferpanzer. Ihr seid die Spiele der Burg. Welche Waffen und Rüstung habt ihr auf Lager? Kalitz schickt mich, um mit euch über die Vorräte der Burg zu sprechen. Wir haben hier unten viel Nahrung und ein anderes. Decken, Lampenöl, solche Sachen. Ich verstehe schon, warum der Kreuzzug es darauf abgesehen hat. Damit könnten sie noch mehr Soldaten aufs Feld schicken. Wenn wir uns dem Kreuzzug also ergeben und er bekommt, was er will, dann würden wir nur noch mehr Soldaten auf Burg Nachenspeer sehen. Wenn es nicht sein muss, möchte ich lieber nicht gegen noch mehr Soldaten kämpfen müssen, eher gegen weniger. Das erklärt, warum der Kreuzzug es auf die Burg abgesehen hat. Nehmen wir die zwei. Ja, wenn der Kreuzzug es hineinschafft, sollten wir lieber alle Vorräte zerstören, statt sie ihm zu überlassen.